Ich bin echt stolz auf die ganzen Mitarbeiter, weil die einfach ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl dafür haben, was da läuft. Das ist toll. Spessart-Brauerei. Und ich bin in Kreuzwertheim. Ich bin nicht in Wertheim, weil Wertheim wäre Baden-Württemberg. Baden, ja. Und wichtig ist auch, wir sind hier in Franken, also und eigentlich in Bayern, aber das darf man, glaube ich, nicht sagen. Nein, das ist verboten. Wir sind hier in Unterfranken und über dem Main drüben ist Gelbfüßlerland. Was ist Gelbfüßlerland? Wieso die Badener Gelb? Heißen Gelbfüßler, weil die badischen Truppen früher gelbe Gamaschen anhatten. Ach, was ich alles lerne, wenn ich eine Brauerei besuche. Ich bin heute bei Stefan Mützel. Du bist der Betriebsleiter, Braumeister, zuständig dafür, dass das alles das läuft. Hier läuft. Wie lange bist du schon hier? Seit März 21. Ganz kurz. Was hast du vorher gemacht? Also ich bin gelernter Brauer, bin Unterfranke, das wird man auch hören. komme aus dem Landkreis Schweinfurt, bei der Schweinfurter Brauerei Roth gelernt. Dann, also nach dem Abitur, da Lehre gemacht, anschließend Bundeswehr und dann nach Weinstephan zum Studium. War dann 10 Jahre in Ellingen, in Schlossbrauerei, wunderschön, mit Schloss nebenan. Bin verheiratet, 2 Töchter. Wir sind dann gegangen, weil wir unsere Töchter gerne in der Heimat einschulen wollten. Das war eigentlich der Grund. Ansonsten wären wir nicht gegangen. Es war echt schön. Und wieso hast du Brauer gelernt? Hast du irgendwie in der Familie schon Brautradition oder? Überhaupt nicht. Wir saßen zusammen und dann sagt ein Freund von mir, hey, jetzt kommt gleich der Getränkelieferant, das ist der Biersepp. Und der war in der ehemaligen Brauhaus Schweinfurt Brauerei Flaschenkellermeister. Mhm. Dann kam der Biersepp ums Eck, hat Bier geliefert. Wir haben Schafkopf gekartet, also wie in Bayern halt so üblich, also in Franken auch, Schafkopf gekartet. Und dann kam der Biersepp ums Eck und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Dann hat er mir erzählt, geh nach Weinstephan, aber mach vorher eine Lehre. Handwerk ist ganz wichtig und dann steht dir die ganze Welt offen. Dann kannst du im Anlagenbau, Lebensmitteltechnik, Brauereien, überall bestehen. Und das habe ich dann mir zu Herzen genommen, habe dann eine Lehrstelle gesucht, habe sie gefunden und dann habe ich es gemacht. Einfach. Und nicht bereut. Nie bereut. Nie bereut. Berufung. Die Brauerei heißt Spessart-Brauerei. Ja. Aber es steht immer noch Specht unten dran. Woher kommt der Specht? Woher kommt der Specht? Ganz einfach. Spessart, der beinhaltet den Namen Specht schon. Spechtshardt. Spechtshardt. Das ist ein ganz alter Name, Spechtshardt. Eigentlich heißt der Spessart Spechtswald. Spechtswald. Ja, ja. Das ist der Spechtswald, weil so viele Spechte da sind. Ja, ja. Und deswegen gibt es diesen Specht, den wir überall drauf haben. Und deswegen auch nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Nicht schlecht, oder Herr Specht. Nur echt mit dem Specht. Ja. Prost. Zum Wohl. Jetzt müssen wir mal schauen, wo das gebraut wird. Gehen wir mal Richtung Sudhaus. Wow, ganz in Blau. Das Sudhaus, wie wir es hier sehen, ist gebaut original, also die Hauben, 1928. Im Jahre 1985 umgebaut. Also die Hauben sind nur noch aus Kupfer, alles andere ist Edelstahl. Das ist ein klassisches Zwei-Geräte-Sudwerk, 100 Hekto, was so aussieht wie beim Google-Hupf. Die 2 Zonen sind dann beheizt. Es war mal State of the Art, 1985. Läuft immer noch gut. Und funktioniert hervorragend, bringt hervorragende Biere. Mhm. Und wir maischen ein im Läuterbottich. Das gibt es auch nicht so oft. Einmeischen, dann unten die Rasten fahren und hier oben dann. Ach so, okay. Dann geht es runter. Jetzt verstehe ich. Das ja, war ja. Auch früher, gab es einen Läutergrant. Ne, das ist offen dann hier runter und unten die Rasten fahren, dann wieder hier hoch. Läuterruhe, abläutern, in die Pfanne. Also, es ist keine Brauerei gleich. Jedes Mal Nein, jede Brauerei ist jedes anders. Jedes Mal ist es wieder anders. Die Steuerung ist hier rechts von dir. Manuell? Manuell. Das ist Handwerkskunst. Das machen unsere Brauer, mache ich. Also du musst für das Helle
stellst du dann manuell hier über die Knöpfe? Ja, alles. Wird alles manuell gemacht. Musst du einfach im richtigen Moment dann natürlich ja. Ja, klar. Und das ist hier die Pfannensteuerung mit Temperaturschreiber. Die Außenzone, Innenzone, das ist der Kocher, einschalten, Zirkulationspumpe, Schroderei, wenn wir Malz schroden wollen, Licht, Raum, Licht, Pfanne. Das habe ich mal hingeschrieben, weil ich es mir nicht merken konnte. Rührwerk, An-, Aus-, Maischepumpe, Würzepumpe. Die hier, die funktionieren alle noch. Und das muss der Brauer bedienen. Warmwasser, Kaltwasser, Mischwasser, hier Läutergeschwindigkeit, das muss er bedienen. Und zum Spindeln, hier Spindelzylinder mit Wasserkühlung, zum Umrühren. Also das ist noch wirklich im Betrieb und nicht nur fürs Foto, für irgendwelche Nein, das Medienberichte. Nein, das wird natürlich wird benutzt und das ist, um aus der Pfanne die Probe rauszuholen. Ich bin echt stolz auf die ganzen Mitarbeiter, weil die einfach ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl dafür haben, was da läuft. Das ist toll. Und das ist nicht nur hier, sondern es geht im Keller ja weiter, weil die Hefe ist eine Diva. Und ohne Hefe geht es nicht in der Brauerei. Würde ich sagen, gehen wir gucken in den Keller. Gehen wir gucken, ja. Also. Jetzt gehen wir durchs Lager, dass wir durch den Lagerkeller kommen. Und das ist unser neuestes Baby, der Eurokasten. Räuberschen Pils, ach, das ist auch wieder so eine coole Etikette. Ja, mit MeToo ein bisschen schwierig. Ja, aber der Räuber aus dem Spessart. Der Räuber aus dem Spessart, der Spessarträuber. Der Spessarträuber, ja, der Spessarträuber. Nein, das ist der Spessarträuber eigentlich. Wir hatten eine grüne Kiste, Waldgrün. Mhm. Problem ist, dass viele Marktbegleiter auch grüne Kisten haben. Und die ersten Bierkisten in Deutschland aus Kunststoff waren immer rot mit weißer Schrift. Und das hat hier bei uns niemand. Und dann haben wir uns entschlossen, gut, wir machen das. Wir gehen von grün auf rot. Alle haben gesagt, vollkommen gaga. Der Erfolg gibt uns recht. Das haben wir jetzt gemacht für unsere drei Sorten. Pilz, hell und dunkel. Und alles andere wird jetzt auch sukzessive umgestellt. Und wieso steht hier aus Bayern? Aus Bayern, ja. Weil wir nicht nur in Bayern verkaufen mittlerweile, sondern auch im Rest von Deutschland. Und da ist wichtig, dass nicht Franken draufsteht, aber Bayern. Wir sind ja gerade noch, also wir sind, ja, gerade noch Bayern, aber wir sind eigentlich keine Bayern, weil wir sind ja eigentlich Franken. Und ja, aber dann lass es doch gerade weg. Nein, das ist, braucht schon. Hat was mit Marketing zu tun. Ja. Der Braumeister hat sich durchgesetzt und hat gesagt, er will diesen Kasten haben, er will diese Flasche haben, er will dieses Format haben beim Etikettierer, damit es einfacher bleibt in der Produktion. Und dann habe ich da klein beigegeben. Oh, da müssen wir jetzt durch zum in den Keller kommen. Ja. Boah, das durch diese hohle Gasse müssen Sie gehen. Wir sind hier nicht nur alt, sondern auch modern. Ja. Gern Lagerkeller in einem Eintankverfahren. 100 Hekto pro Tank, wie auch jeder Sud. Dazu gehörend eine Zip-Anlage, Cleaning in Place, um die Tanks zu reinigen. Alles computergesteuert. Wir sehen hier die Tanks mit Temperaturen sind einzeln abrufbar. Das ist sehr modern. Da kommt unser Geschäftsführer, hallo. Friedrich Wilhelm. Am wichtigsten Punkt, ja. Zwickeln. Zum Wohl. Pils. Hier kommen die Kisten hoch. Die Flaschen gehen ihren Gang Richtung Waschmaschine und die Kästen gehen ihren Gang Richtung Kastenwaschmaschine. Hier einmal umgedreht, laufen auf dem Band weiter durch die Kastenwaschmaschine und werden am Ende von der Maschine wieder umgedreht. Bereit zum Befüllen. Genau, laufen wir hier weiter. Das ist die Flaschenwaschmaschine und wir haben hier drin eine sogenannte Arena-Aufstellung.
Das heißt, dass der Mitarbeiter alle Maschinen gleichzeitig bedienen kann. Der steht in der Mitte. Ja. 9000 Flaschen in der Stunde. Danach läuft die Flasche in einen Inspektor rein, ja. Wird nochmal kontrolliert, ob die sauber ist oder kaputt. Der Füller evakuiert die Flasche, das heißt, er nimmt den Sauerstoff raus, füllt Bier rein und gibt die weiter, dann kommt dann der Korken drauf und dann geht es weiter Richtung Etikettierer. Der Etikettierer macht dann 3 Etiketten drauf. Der Etikettierer ist auch so gesteuert über Sensoren, hier, hier und da hinten, dass die Etiketten quasi erkannt werden. Das heißt, wenn ein Etikett fehlt, wird es ausgestoßen, die Flasche. Mhm. Und wir haben noch eine Füllhöhenkontrolle. Das heißt, wenn die Flasche nicht voll wäre, wird automatisch die Flasche auch ausgestoßen. Und im Einpacker gehen die Flaschen dann Richtung Kasten, werden dann in den Kasten gepackt und laufen von hier aus runter in die Palettierung. Ah, dann geht es hier wieder runter. Ja. Das sind irgendwelche Zahnräder, die da animierte. Ja. Wie geil ist denn das? Um zu zeigen, wie der Brauereivorgang... Ja, wie der Brauprozess vor sich geht. Ja. Das ist Baujahr Anfang der 90er, würde ich sagen.